Aloha und herzlich willkommen zu meinem neuen Wochenendprojekt Böse Nachbarn Rache ist ein süßes Spiel. Wir spielen diesen jungen Mann und ich glaube, ich lese euch mal kurz vor, worum es geht. In Böse Nachbarn sind sie Woody, der Star einer Reality-TV-Show, der gegen seinen ungemütlichen und gar nicht netten Nachbarn antritt. Allein schon die bloße Existenz des unguten Zeitgenossen macht Woody das Leben schwer. Also hat sich unser Held beim Nachbarn eingeschlichen und spielt ihm einen Streich nach dem anderen. Genau, und das wollen wir jetzt tun. Gut, wir spielen natürlich zuerst mal das Tutorial. Damit auch die Leute reinkommen, die dieses Spiel nicht kennen. So, Uwood Vienna präsentiert Böse Nachbarn. In die ersten Schritte. Willkommen bei der Böse Nachbarn Show. Ich bin Joe, der Regisseur, dieser Sendung. In den folgenden 3 Einführungsfolgen werden Sie lernen, wie Sie mit Woody, dem Helden der Show, dem bösen Nachbarn Streiche spielen können. Sie können Woody mit der Maus Befehle erteilen. Dazu bewegen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Stelle bzw. das Objekt, zu dem Woody gehen soll. Wenn Sie nun die linke Maustaste betätigen, dann führt Woody die Aktion aus, die textlich in der Statuszeile angezeigt wird. Schicken Sie Woody jetzt bitte zum ersten Zielpunkt. Das ist die grüne Bodenmarkierung links vor ihm. Wunderbar! Zum nächsten Zielpunkt zu gelangen, müssen Sie Woody durch die inzwischen unverschlossene Tür in den Raum A gehen lassen. Jo, das können wir tun. Wunderbar. So, dann gehen wir hier hin. So, Türen an der Hinterwand verbinden immer Stockwerke, wobei zusammengehörige Türen direkt übereinander liegen. Entschuldigung. So, das ist klar. Wo bist denn du? Da. So. Gut. Grundlegende Steuerung begriffen. Wir gehen raus. Wunderbar. Gut, dann spielen wir doch gleich mal das zweite Tutorial. Woody darf sich von keinem Nachbar, nee, vom Nachbar unter keinen Umständen erwischen lassen. Genau. Böse Nachbarn. Es geht voran. Hallo, hier ist Joe. Ich werde Ihnen diesmal einige Aktionsmöglichkeiten Woody zeigen. Sie können Woody in jeder Folge wichtige Objekte betrachten lassen, indem Sie den Mauszeiger auf das Objekt bewegen. Okay. Die Pflanze riecht gut. Das Licht ist an. So, wir können auch Sachen nehmen. Zum Beispiel diese Murmeln hier. Oder? Ja, genau. Wir haben Murmeln und einen Filzstift. Okay, dann bemalen wir mal das Bild der wunderschönen Mutter unseres wunderschönen Nachbarns mit unserem Filzstift. So, super. Gut. Armer Kerl. So, wenn sich der Nachbar ärgert, bekommt Woody Punkte zu seiner Quote dazu. Achten Sie auch auf das Bild des Nachbarn links unten. Woody, bleib stehen. Geh lieber dahin. Wie jetzt? Mach schnell. So, gut. Beeilen Sie sich damit, Woody nicht vom Nachbarn erwischt wird. Okay, das Barometer ist jetzt leider leer. Ah, nee, doch nicht. War noch nicht ganz leer. Genau. Sowas passiert nämlich, wenn das Barometer noch voll ist und man ihm einen neuen Streich spielt. Dann rastet er nämlich voll aus. So, Woody beim Schleichen. Wenn Sie die rechte statt der linken Maustaste verwenden, schleicht Woody beim Gehen. Ja, denn der Nachbar beschafft sich während der Zeit dann und wann mal ein Haustier. Wie zum Beispiel diesen Hund. Jetzt geht's los. So. So. Wow.
Genau, das passiert, wenn der Hund anschlägt. Genau. Der arme Hund. Die Kommode ist noch verschlossen. So, ich kann mich hier im Schrank verstecken. Lassen Sie Budi erstmal aus der Kommode holen. Genau. Ich würde gerne... Genau, die ist nämlich nicht mehr verschlossen. Ha. Super. In Raum B. Lauf! So. Lauf, lauf, lauf! Genau. Das kann man nämlich auch tun. Damit der Nachbar schneller kommt und hier schneller reinfällt. So. Aber er... Ja, das ist jetzt hier so anscheinend nicht vorgesehen gewesen. Oder er muss außen rumlaufen. La 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 la. Na, zeig mal. Oh Gott. Ha, ha, ha. Wunderbar. Herz allerliebst. Gut, dann fangen wir doch gleich mal mit der ersten Staffel und der ersten Folge an. Der Nachbar ist kein angenehmer Zeitgenosse. Das werden Sie schon noch herausfinden. Sitzt er einmal zufällig ruhig in seinem Sofa, ist das die große Ausnahme. Und die bestätigt ja bekanntlich die Regel. Aber vielleicht hält er ja nur so still, um seine Umgebung ungestört beobachten zu können. Woody gefällt das jedenfalls überhaupt nicht und so schaut er mal beim Nachbarn vorbei. Tipp, Sie müssen nicht alle Streiche einer Folge finden, um diese zu bestehen. Genau, man muss 4 Streiche durchführen. Beziehungsweise 5 Minuten Spielzeit haben wir. Und es gibt in dieser Folge 4 Streiche. Jetzt haben wir auch die vernünftige Wohnung des Nachbarn. Da. Böse Nachbarn in der erste Streich. Hallo. So, unser Nachbar bewegt sich jetzt auch mal und wir durchsuchen erstmal das, was wir immer durchsuchen sollten. Wir haben ein Furzkissen. Hier haben wir das Badezimmer. So, und hier sehen wir, was er jetzt gleich tun möchte. Nämlich, er geht jetzt hier in die Küche. Hier haben wir ein Fernglas. Wir haben hier Kleber. Und, genau, er beobachtet jetzt eine Frau. Die sich anscheinend gerade umzieht. Oder naggisch ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen und schauen, was es hier sonst noch so gibt. Und wir benutzen mal den Kleber mit dem Fernglas. Und vielleicht schaffen wir es ja noch. Ja, das schaffen wir. Super. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Er regt sich jetzt gleich darüber auf. Während er das tut. So. Dann verstellen wir ihm noch den Sender und dann haben wir eigentlich schon alle Streiche gefunden. Wir verstecken uns mal sicherheitshalber im Schrank. Ach Gott, der arme, arme Kerl. Und er regt sich natürlich richtig auf. Au. So, er hat keine Lust mehr. Dann geht er jetzt mal zurück und sieht... Nein! Und er regt sich wieder irre auf. Knack. Gut, und der letzte Streich. Ups, war ich das? Nee, das war ich ja gar nicht. Yay. Spitze! Wir haben eine 100%ige Einschaltquote bekommen. Und wir schauen mal weiter in Folge 2. Wie jeden Sonntag macht es sich der Nachbar auf dem Sofa vor dem Fernsehapparat bequem. Da darf natürlich auch das obligatorische Bierchen nicht fehlen. Immer wieder stapft er zum Kühlschrank, um sich Nachschub zu holen. Wie soll Woody es da nur schaffen, ihm möglichst viele Streiche zu spielen? Kommt Zeit, kommt Rat, denkt Woody und schleicht sich beim Nachbarn ein. Tipp! Achte auf die Gedanken des Nachbarn. Sie zeigen an, wohin er als nächstes gehen wird.
Genau. Mindestquote müssen wir 55% erreichen. Das ist in der ersten Staffel noch nicht so schwierig. So. Böse Nachbarn in der Fernsehnachmittag. So, da kommt Woody. Wir sagen ihm schon mal, dass er die Kommode öffnen soll. Und. Oh, wir haben eine schöne Säge. Und als allererstes klauen wir ihm das Klopapier. Schauen mal hier rein. Und wir verstopfen ihm mal das Klo. So, Moment, bevor du jetzt irgendwas machst. Hier gibt es nichts mehr. So, zuerst sollten wir nämlich das hier, hier was machen. Denn hier bewegt er sich länger als hier. Hier holt er sich ja immer nur ein Bier. So, dann packen wir hier erstmal das Abführmittel ins Bier. Oh. Ja, mach mal rein. So, ey, wir sollten doch das, du solltest doch das Klo verstopfen. Schnell, 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 bevor das Bier und so. Schnell. So, schaffen wir das? Schaffen wir das? Oh. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Machen wir nächste Runde. So, dann können wir, glaube ich, hier schon mal hingehen. Da ist der Weg nämlich schneller, als wenn wir hier im Schrank warten. So, trink mal. Genau. Hier sieht es wunderschön aus. Komm, mach hin. So, er regt sich jetzt erstmal darüber auf. Und dann müsste er sich noch über das verstopfte Klo aufregen. Genau, wir haben genug Zeit. Oh oh. Jetzt geht er unten lang, oder? Genau. Gut, wir hätten wirklich genug. Wirklich genug Zeit gehabt. Und wir verstecken uns mal eben. Oh, oh, schnell. Weil wir es können. Ah, die Zeit geht anscheinend gar nicht voran hier. Macht ja nichts. Oh nein, dein schöner Fernseher. Und, ups. Wie auch immer in die Kamera guckt, ne? Gut, wunderbar. So. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für die jetzige Folge. Die nächste schaffen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Und ich guck mal, wie das mit dem Ton aussieht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Die bösen Nachbarn. Rache ist süß. Oh, Vari.